Weiter geht's bei City Skylines Teil 2 und genau hier soll es heute drum gehen. Wir haben eine ganze Menge zu tun. Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Unter anderem müssen wir uns heute um den Frachtbahnhof kümmern, um eben die Frachtkosten hier zu reduzieren. Ihr seht es hier, wir haben hier eben teilweise sehr hohe Frachtkosten. Hier hinten haben wir nicht genügend Kundenprobleme. Das werden wir versuchen dadurch zu lösen, dass wir hier unter anderem einen Frachtbahnhof bauen. Dann müssen wir natürlich noch ein paar Parks bauen und wir müssen das Sozialamt irgendwann machen. Wir müssen eine bessere ÖPVN-Anbindung machen. Auch das zeige ich euch mal. Wir haben nämlich ein Problem bei der Bildung. 200 zu 300, 600 zu 900. Und das sind mit Sicherheit genau die, die hier fehlen. Und das hat auch ein paar Gründe, zeige ich euch auch. Wir versuchen das am Anfang ein bisschen zu reduzieren. Ja, diese ganzen Sachen müssen wir jetzt machen. Und ich würde sagen, wir können da mal mit anfangen. Und ich würde den Frachtbahnhof gerne... Jetzt mache ich das mal an dieser Ansicht hier. So. Ich würde den Frachtbahnhof gerne hier hinten planen und die Gleise hier schön lang führen, hier rein und dann hier herankommen, sodass wir erstmal die Möglichkeit haben, an dieser Seite das Ganze zu ergänzen und vor allen Dingen auch hier dann an dieser Ecke vielleicht noch eine Straße weiter. Erstmal einen Frachtbahnhof planen, wo vor allen Dingen wir eine Einbahnstraße machen, sodass wir dort einen ganz klaren Verkehrsfluss generieren. Ja, da müssen wir mal gucken. Das kriegen wir aber schon hin. Fakt ist, wir werden erstmal ihn hier kaufen. Ja, wir können im schlimmsten Fall auch gleich ihn hier kaufen. Wir haben noch 15 Teils übrig. Das ist kein Problem. Und dann gucken wir mal. So, jetzt würde ich gerne eine Einbahnstraße bauen und ich wollte eigentlich ungern die ganz große bauen. Deswegen machen wir erstmal nur die hier. Passt hier zu dem Thema eigentlich auch ganz gut. Dann gucken wir mal, dass wir hier so ein Feld blub, einmal nach da gehen, einmal nach unten und einmal dahin. So, beim ersten Teil war es so, dass gerade diese Thema Frachtbahnhöfe immer wieder gerne Verkehr produziert haben. Ich kann es euch mal zeigen. Ja, wir haben hier übrigens auch noch eine offene Stelle bei der Autobahn. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Dupti-dupti-du. Hier ist natürlich viel Verkehr, hier vorne jetzt. Und ja, wir sehen es hier, ne? Genau, wir sehen es sehr gut. Hier stockt es ein bisschen und hier kommt, ihr seht jetzt hier die LKWs ankommen. Durchaus jetzt auch endlich mal mit realistischen Größen von 25 Tonnen. Ne, die fahren dann hier rein und erzeugen dann hier natürlich auch Traffic. Und wenn hier viele LKWs stehen, kann das hier zu Problemen führen. Im schlimmsten Fall, wenn das wirklich kein Problem ist, dann werden wir das irgendwann mal umbauen. Und vor allen Dingen, weswegen ich dieses Konzept bewusst so angelegt habe, weil ich gerne mal testen will, gerade auch wegen diesem keine Kundenproblem und so weiter und so fort, wie das hier aussieht in City Skylines Teil 2 mit großen verteilten Städten. Denn das, was ich immer gesehen habe bisher auch in anderen Let's Plays, sind wirklich eine zentrale Großstadt, wo das alles in ein, zwei Industriegebieten produziert wird und dazwischen waren dann die Produktionsbetriebe und das war alles okay. Aber wie funktioniert das Spiel und vor allen Dingen auch die Spielmechaniken, wenn wir das wirklich mal verteilen und dazwischen Frachtbahnhöfe bauen und so, das interessiert mich vor allen Dingen auch einfach spielmechanisch, ob das Spiel das vernünftig regelt im Moment oder nicht. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich gerne dieses verteilte System hier bauen möchte. Okay. Gut, dann machen wir mal weiter. Jetzt werden wir erstmal unseren Bahnhof hier setzen. Das ist ganz wichtig. Eine Güterzugstation. Ja, und jetzt kann ich irgendwie dieses Ding spiegeln? Ich will das ja nicht so haben. Ich will das ja so haben. Ach, das ist ja ärgerlich. Dies ist ja ärgerlich. Da müssen wir diese Straße echt noch einen Tuck weiterführen. Da müssen wir die Straße tatsächlich aber normal machen. Dort bitte. So, da unten. Moment, das wollten wir mit der Spur machen. So.
Dann werden wir ab hier erstmal die vierspurige zurücksetzen. So. Gut. Also, hier vorne kommt der Bahnhof ran. So. Dann würde ich gerne von hier aus, idealerweise hier runter, und dann hier schon in den Tunnel reingehen. Wir gucken mal, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich würde nämlich gerne von dort in einer 90-Grad-Kurve gehen. So. Dann hoffentlich das... Das solltest du nicht bauen. Das mit einem Gleis... Da gibt es überlappende Objekte. Das ist ja schade. Hier sollten das denn sein? Ah ja, so geht's. Sehr gut. Und dann wollen wir hier gleich blub, ein zweites Gleis anschließen. Deswegen habe ich extra geguckt, dass wir das so hinkriegen. Und das geht bitte zack, einmal geradeaus. Sehr gut. Jawohl, genauso wollte ich das haben. Und jetzt gehen wir von hier unten bitte. Einmal, ihr habt ihr gefragt, wie das geht. Bild runter, bitte. Ist das? Einmal da unten rein. Minus 8%. Und ja, ich weiß, das ist durchaus ein bisschen unrealistisch. Jetzt gehen wir einmal den Höhenlinien entsprechend. Gucken wir mal. Das müsste ungefähr hier sein. Auf 10 Meter. Bis nach da. Und dann gehen wir mal auf 10 Meter hoch. Ungefähr bis dort. Und von da aus gehen wir jetzt schon mal auf die normale Größe. Zack. Sehr gut. Ja, genau so. Ja, sehr gut. Hier schön durch den Tunnel durch. Durch den Berg. Ja, wunderbar. So gefällt mir das. Und dann werden wir einmal hier entlang. Ach, jetzt habe ich mich minimal verbaut. Mal hier kleine Kurve rein. Nicht Kurve. So. Einmal da entlang. Zum einen bitte gerade. So. Und dann einmal daran. Und natürlich von hier aus nach da. Okay, sehr gut. Dann haben wir das auch. Und jetzt werden wir die eine Frachtroute, die dorthin geht, einmal umbauen und gucken, dass wir die hier anhalten. So, Fracht bitte. Jetzt müssen wir uns mal die entsprechende Farbe mehr angucken. Wir machen die mal auf Rot, die andere auf Grün. Dann können wir das ein bisschen einfacher sehen. Das ist orange. Das wollen wir nicht sehen. Und das ist die grüne Route. So. Die würde ich nämlich gerne mal bearbeiten. Das heißt, einmal Güterzug. Und ist das der Güterzug? Ja, genau. So. Einmal da entlang. Ja. Jetzt gucken wir mal, er geht dort rein, dort wieder raus. Das passt eigentlich, ne? Jetzt gucken wir uns die Route nochmal an. Also, er nimmt von Klutten. Das ist da hinten. Fährt er, welche Richtung ist das? Hier lang. Zur Güterzugstation. Dahin. Dann fährt er dahin. Und da müssen wir auch noch mal gucken.
Wenn er von da kommt, dann müssten wir ihn auch nochmal dort anhalten lassen. Das ist nämlich der hier. Das ist die nächste grüne. Das heißt, ich möchte das komplett... Das machen wir auf dem Gleis. Blub. Hier durchfahren lassen. Dass wir in allen Fällen einmal Waren von dort hinten dort abliefern. Und Fertigprodukte von dem Güterbahnhof hierher bringen. In der Hoffnung, dass das Spiel das auch vernünftig kalkuliert. Ja, das ist mir auch nochmal, das ist auch noch wichtig, dass wir da auch mal vernünftig uns das angucken. So. Das war die S1. Das war die falsche Linie. Nur nochmal ein Kontrollblick, dass das auch funktioniert. Drei Züge, vier Haltestellen. So. Von Kluttern zur Güterzug-Endstation. Da hinten hin, wieder zurück und dahin. Sehr gut. Perfekt. Haben wir. Der fährt rund um die Uhr. Und wenn wir gerade beim Thema Züge sind, dann werden wir auch schauen, dass wir die Regionalbahn, das ist im Prinzip der nächste Punkt, den wir uns angucken müssen, einmal ganz kurz durch die Preise durchgehen. Denn wir haben zwar hier unsere Linie drin, aber die hat natürlich jetzt momentan das Problem, dass die Geld kostet. Und Geld ist natürlich ein Problem. Verzeiht bitte, das haben Schüler natürlich nicht. Und ja, da müssen wir halt aufpassen. Und hier werden wir bei der S1, ist das eher weniger das Problem. Jetzt gehen wir dahin zur Regionalbahn. Und die hat in der Tat noch hohe Ticketpreise. Und das darf hier in der, jetzt nicht sein. Denn die soll jetzt einfach kostenlos sein. Das ist kaputt. Ich vergesse immer, das Ding umzubauen. So, damit sollte hoffentlich das Thema jetzt hier etwas besser werden. So, hohe Miete. Will ich tatsächlich auch noch was machen? Jetzt muss ich gerade einmal ganz kurz... ...durch meine To-Do-Liste gehen. Dann haben wir das Thema Fracht erledigt. Dann hätten wir eigentlich auch hier die Linien. Die sind eigentlich auch fertig. Die lilane Linie, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hat mir da einen Preis. Das ist eine normale Buslinie, ne? Da machen wir mal den Preis. Was haben wir denn für die anderen Buslinien genommen? 8 sogar. Das machen wir mal auf 6 runter. Wir haben hier einen Schulbus. Genau, das ist kein Problem. Dann machen wir die, für mich immer ganz wichtig, die Aufteilung. So. Um das ein bisschen zu strukturieren. Ich wollte es nochmal erzählen. Das sind die Linien, die erstmal normale Leute beherbergen. Und die sollen halt einfach dafür zahlen. Die sollen zahlen, dass sie zur Arbeit kommen. Und dann gibt es für mich die Schulbusse, die wirklich auch rein bei den Schulen langfahren oder definitiv bei den Schulen langfahren und halt nicht irgendwo anders. Und die sind alle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei uns kostenlos. Deswegen ist auch wichtig, dass wir die Regionalbahn kostenlos machen, dass eben die Schüler, die hier sind, sich hier in den Bus stellen, hier hinfahren, dann mit der Regionalbahn hier hinfahren und dann zu Fuß hier ins College können oder in die Grundschule oder mit dem Schulbus hier bis ins College fahren, beziehungsweise in die Highschool. Und hier in die normale Grundschule, dass wir halt hier unser System vernünftig abgedeckt haben. Und das müssen wir in den nächsten Folgen mit der Bildung auf jeden Fall mal kontrollieren, damit das hier uns nicht aus den Fugen gerät und wir hier keine Probleme im Bildungssystem kriegen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Das sollten wir auf jeden Fall von vornherein vermeiden, dass wir dort Probleme kriegen. Okay, gut. Dann ein weiteres Thema, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Wir müssen auf jeden Fall noch die Autobahn hier vorne auch noch verbessern. Das habe ich gestern vergessen. Ja, zum Beispiel hier vorne ist nicht ganz so schlimm, aber ab hier möchte ich das gerne genauso machen, dass wir hier die vierspurigen Autobahnen, ne, komm schon, einmal nutze und das machen wir jetzt einfach mal.
So, einmal dort. Und das Stückchen kann auch gleich blub, zweispurig werden. Und ab hier ziehen wir die vier Spuren. Einmal im Innenstadtverkehr durch. Das war auf jeden Fall bis hier. So. Das machen wir jetzt da nämlich auch gleich nochmal. Zack und zack. Dass wir jetzt hier die notwendigen Kapazitäten haben. Ja, das sieht doch gut aus. Genau, dass wir jetzt hier auf jeden Fall die notwendigen Kapazitäten haben. Hier vorne müssen wir mal gucken, ob das hier in diesem Bereich ausreicht oder ob wir das nochmal umbauen müssen. Hier sehe ich jetzt momentan noch keine großen Staus. Ansonsten werden wir das Konzept ja auch nochmal entsprechend ergänzen. Aber das sollte kein Problem sein. Auf jeden Fall hier zwischen fährt relativ viel. Und da will ich auf jeden Fall Probleme vermeiden. So, was bist du? Güterzug? Du fährst noch nichts. Aber hier, das Preisproblem ist behoben. Seitdem wir jetzt hier Güter anliefern und hin und her transportieren, hat sich auf jeden Fall hier das Preisproblem behoben. Und was wir auf jeden Fall mal gucken müssen, ob wir jetzt Probleme haben hier hinten. Oh, da wurde was geschlossen. Ah, nee, ist ein Tatort. Okay. Witz. Hier ein Problem mit dem Lager haben, noch nicht. Wie viel kostet das? 12.000 im Monat. Das ist natürlich ganz schön viel, ne? Was haben wir denn hier? 163.000. Ja, lassen wir noch sein. Noch haben wir keine Probleme damit. Wir sind bei 9.000 von 15.000 Tonnen. Da werden wir mal noch nicht mehr machen. Lass uns nochmal bei den Mengen, die wir jetzt hier aktuell haben. Okay, sehr gut. So, dann müssen wir nochmal ein bisschen was anderes bauen. Das war das Thema. Dann müssen wir uns nochmal angucken, dass wir bei der Produktion hier immer noch massiv unter dem Limit sind. Und wir hier hinten definitiv mehr Produktion benötigen. Und dann gucken wir nochmal, dass wir hier wirklich nochmal eine bauen. Das ist einmal Getreide. Und da würde ich jetzt schauen, dass wir hier in die Mitte einen setzen. Ob wir hier eine Straße lang führen. Und da bauen wir den dann drumrum. So, einmal dort. Kommt der dort ran, genau. So. Gucken wir mal, dass wir den hier entsprechend jetzt erweitern. Na. Einmal dahin. So. Einmal nach dort, dann nach da. So, gut. Dann haben wir dann noch ein bisschen was geschaffen. Und hier werden wir jetzt auch nochmal so einen Weg drum setzen. Ich finde, das sieht einfach besser aus. Einmal dahin. So, ich habe das mal gerade fertig gemacht hier und diese Wege hier gebaut. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt für Produktionszahlen am Ende kriegen. Denn ansonsten ist hier hinten die Produktion jetzt erstmal durch. Was wir noch weitermachen können, ist noch mehr Getreide hier hinten zu produzieren. Hier hätten wir dann noch die Möglichkeit, hier noch große Felder anlegen. Alternativ hier oben, da müssten wir allerdings die Autobahn umbauen, könnten wir auch machen. Oder halt hier rüber. Finde ich auch ganz cool mit so einer riesigen Brücke oder so. Das ist schon schön, ne? Auf jeden Fall haben wir erstmal hoffentlich genug Weizen, was hier angebaut wird. Das muss jetzt natürlich erstmal laufen. Das können wir erstmal laufen lassen. Dann sollte sich die Produktion jetzt hier
zumindest so grob einpendeln, dass sich das hier ein bisschen erhöht. Okay, gut. Ansonsten habt ihr auch geschrieben, das Thema hier, das wollte ich nochmal weitergeben. Das ist vermutlich ein Bug, das kennen einige von euch aus dem Spiel auch. Das liegt wohl daran, wenn die Straßen nicht rechtwinklig im 90-Grad-Winkel aufeinandertreffen, dann gibt es hier Probleme. Ja, hoffe ich mal, dass es zeitnah vielleicht irgendwelche Mods oder so geben wird und sei es dann Mods, die nicht über Paradox gehostet werden. Denn das ist doch ärgerlich, ne? Also da wünsche ich mir die Traffic Manager President's Edition, weil ich dort halt die Spuren einstellen kann, wo sie hingehen. Das kann ich jetzt halt nicht, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Kontrolle gehabt über das Spiel. Das finde ich persönlich wirklich ärgerlich, weil wir hier jetzt keinen Kreisverkehr setzen können, ohne die ganze Ecke grundsätzlich umzubauen. Aber okay, es ist, wie es ist. Vielleicht gibt es da irgendwann eine Möglichkeit. Aber okay, so wie sieht es hier jetzt aus? Getränke, ja okay, das kennen wir. Gibt es hier jetzt ein paar Getränke drin? Ja, nee, nicht wirklich, aber das kommt bestimmt noch. Okay, dann setzen wir hier jetzt noch eine Querstraße rein. Das Ganze hier auch mal abzuschließen. Mehr will ich jetzt hier nämlich nicht haben. Gucken wir, dass wir das mal hier sauber machen. Einmal noch ein Stückchen weiter, bitte. So. Und dann haben wir die Ecke auch soweit fertig. So, was ist jetzt hier das Problem? Wir haben ein Wasserproblem. Oh, Tatsache. Das ist übrigens auch nochmal ein Thema, das kann ich auch nochmal weitergeben. Wir können hier, wenn wir diese Straße hier ranführen, auch ein Wasserimport und Export starten. Das geht übrigens auch. Das könnt ihr auch ganz gut machen. Großer Nachteil ist, ihr müsst dazu halt wirklich bis an die Grenze fahren. Und jetzt haben wir tatsächlich, wir haben echt ein Wasserproblem, Leute. Ich fasse es nicht. Jetzt können wir mal gucken, was wir an Forschung noch im Thema Wasser haben. Eine moderne Wasserpumpstation. Ich weiß nicht, ob mir diese 8 Punkte wert sind, gerade weil wir hier noch eine ganze andere Menge Sachen haben, zum Beispiel das Rathaus. Weiß ich nicht. Wir haben übrigens jetzt noch Gewerbegebäude mit hoher Dichte. Juhu! Das müssen wir gleich mal umbauen hier. So, wir machen das mal hier an der Ecke. Und dann kümmern wir uns ums Thema Wasser. Da vorne kommt jetzt hohe Dichte hin. Können sie gleich alle abreißen. Ah, das mache ich total gerne. Abreißen ist cool. Zack, 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 zack. Kommt gleich alles weg hier. Was? Kann ich nicht abreißen? Komm. Ja, dann machst du das, wenn ich weg bin. Okay, also, da müssen wir jetzt mal wirklich noch Wasserpumpstationen aufbauen. So. Tja, ich würde gerne hier hinten noch was hinstellen. Was hat der? 30.000 Kubik ist natürlich nichts, ne? Können hier gut noch eine Wasserpumpstation aufstellen. Gibt es ja keine Wasserverschmutzung, zumindest nicht mir bekannt. Ja. Machen das hier hinten hin. Hier gibt es aktuell noch keine Verschmutzung. Dahin. Ja, genau da. Zack, jetzt haben wir ihn. Haha. So. Frischwasseranschluss. Strom hat er hoffentlich auch. Hat er nicht. Dann werden wir von hier aus mal so einen kleinen Weg. Blub. Und jetzt ist natürlich diese Leitung überflüssig. Natürlich. So, haben wir das Wasserthema damit jetzt beseitigt? Zumindest den Produktionsteil haben wir, genau. Und dann werden wir jetzt die Abwassernachbehandlung, da können wir auch gleich nochmal gucken, dass wir hier noch was machen. Dann gucken wir mal, erhöht die Abwasserreinigungsrate, Abwasseraufbereitung 2.500 Kubik im Monat.
Das ist schwierig. Stellt der Anlage erhöhte Verarbeitungskapazitäten zur Verfügung. Zack. Einmal dahin bitte. Und dann sollte sich die Abwasserreinigungsrate hier ein bisschen erhöhen. Das geht jetzt irgendwie in die falsche Richtung. Nun denn. Auf jeden Fall sind wir noch im grünen Bereich. Das sieht alles allesamt noch ganz gut aus. Und hier ist übrigens die Scheiße, die wir in den See geschüttet haben. Die schwimmt hier hinten immer noch rum. Aber sei es drum. Okay, gut. Jetzt haben wir das Thema Abwasser noch zusätzlich. Und die Gebäude bauen sich jetzt hier auch auf. Was kommt denn hier jetzt? Oh, Kunststoffe verkaufen die hier. Cool. Bin ich mal gespannt, was wir hier für hohe Gewerbegebiete bekommen werden. Und dann ist mir noch eine Sache wichtig. Wir müssen uns auch das Thema Parks nochmal angucken. Das werden wir heute nicht zur Gänze durchkriegen. Ich zeige euch das nochmal. Das ist ja das Thema Freizeitangebot hier in der Stadt. So, blub. Da haben wir hier hinten noch ein paar Probleme. Da vorne müssen wir noch ein bisschen was aufstellen. Seht ihr an der Straße, die haben hier wirklich Probleme. Da könnten wir da zum Beispiel was aufstellen. Das Problem ist halt, dass die Parks hier natürlich, oder dass das hier alles sehr groß ist mittlerweile alles, ne? Mir ist am wichtigsten aber vor allen Dingen auch die Ecke hier hinten. Denn das ist ja eine unserer Startregionen und die ist jetzt einfach sehr groß geworden. Und da haben wir jetzt einfach ein Problem mit Parks. Und dann machen wir das Einrasten aus und das müsste doch eigentlich so ein kleiner Park. Straße kann er einrasten. Verschieben wir mal das Teil um ein ganz bisschen nach da. Blub. Dann kommt hier vorne in die Ecke so ein schöner, vielleicht sogar, nee, der ist mir zu klein. So, genau. Dann haben wir die ganze Ecke hier grün. Zack. So. Und dann will ich hier hinten noch einen kleinen Park bauen. Ihr seht, auch die Ecken sind mir immer wichtig, dass wir hier entsprechende Parks errichten, dass auch die Leute, gerade auch hier, die in ihren Büros hocken, dass die auch durchaus mal wohin gehen können. Und jetzt ist eben der Punkt erreicht, dass wir auch hier sagen können, hey, der Müll ist leer. Wir können dieses Müllgebäude jetzt hier abreißen. Sehr gut. Und dafür könnten wir hier unten jetzt einen kleinen Park hinsetzen. Genau. Vielleicht sogar einen etwas größeren. Vielleicht auch was mit Sport. Ich bin jetzt gerade am gucken, was den größten Einfluss hat. Ja, der ist gut. Den könnten wir auch da hinsetzen. Und dahin. So ein kleiner Freizeit-Freiluft-Fitnesspark hier in der Ecke. Das finde ich ganz cool. Das können wir auch hier unten schön dicht ans Meer ran. Sehr cool. Genauso machen wir das. So, dann können wir hier vorne die Ecke nochmal überarbeiten. Und hier würde ich auch gerne, wenn es möglich ist, die Feuerstelle bauen. Ah, schade, das kriegen wir nicht mit rein. Dann den kleinen Park einmal dahin. So, dann haben wir das Thema auch erledigt. Dann sind wir dort auch dran. Und hier vorne wollen wir natürlich auch entsprechende Parks bauen. Blub. Dann würde ich sagen, bauen wir den dort hinten auch gleich noch einen Park. Aber die kriegen hier so einen kleinen Freiluft-Fitness. Zack. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Parks sind immer wichtig, vor allen Dingen auch hier. Auch die Leute, die hier sind, wollen natürlich mal in der Mittagspause oder so in so einen Park reingehen. Das finde ich immer wichtig, dass wir hier ein paar schöne Gebäude haben. Passt das hier optisch? Ja, das sieht ganz gut aus. Okay, sehr gut. Wie sieht es jetzt mit unserer Regionalbahn aus? Hat das was gebracht? Oh ja. Nutzung ist 8%. Die fährt tagsüber. Zwei aktive Fahrzeuge. Ticketpreis kostenlos. Und da sitzen tatsächlich eine ganze Menge Leute drin. Wie sieht es mit der Bildung aus? Ja, nicht wirklich. Da gucken wir, das werden wir in den Laufe der nächsten Folgen beobachten und dann gucken. Zumal die Schulen natürlich nur für diesen
Bezirk jetzt momentan verantwortlich sind. Das werden wir wahrscheinlich nochmal ausdehnen müssen, dann werden wir hier einen Bezirk bauen. Und dann werden wir sagen, dass zumindest die High School und die College auch für den Bezirk hier verantwortlich ist. Und dann machen wir, wie gesagt, hier an der Straße lang einen Bezirk. Das ist einer und das wird ein Industriebezirk. Und da dürft ihr gerne mal einen Namen in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich freuen. Dann kommt hier unser nächstes kleines Städtchen hin in unserer mehr oder weniger norddeutschen Karte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.